Lisa Gerlach, Direktkandidatin der Kölner Piraten in Lindenthal, Köln 2. Stellen Sie sich bitte mal vor. Ja, ich bin 51 Jahre alt, geboren in Lindenthal, habe mein ganzes Leben in Lindenthal gelebt, habe in Lindenthal an der Universität Betriebswirtschaft studiert, arbeite auf dem Gebiet der Steuerberatung. Ich bin seit 2011 Piratin, bin seit 2014 Mitglied des Rats der Stadt Köln gemeinsam mit Thomas Hegenbart und stehe für Piratenpolitik. Wo sind Ihre politischen Schwerpunkte, Frau Gerlach? Zum einen ist da das berufliche Thema. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ich sehe uns im Rat eigentlich mit einer Unternehmensberatungsfunktion mehr oder weniger. Also wir stehen eigentlich für innovative Politik. Wir stehen für konstruktiven Protest. Die Politik, die wir im Rat vertreten, ist sehr neu. Das heißt, wir suchen Kontakt mit NGOs. Wir suchen Kontakt mit Menschen, die schon ausführlich auf diesem Gebiet politisch gearbeitet haben und nehmen daraus auch unsere Inspirationen für die Anträge, für die Anfragen, die wir stellen. Meine Schwerpunkte, insbesondere Flüchtlingspolitik. Wir haben, mein Mann und ich, wir haben drei junge Männer aus Afghanistan aufgenommen. Die sind 15, 17 und 18 Jahre alt. Wir sind Gasteltern. Außerdem natürlich Schule und Bildung. Und ich bin im Kulturausschuss. Wenn man jetzt ja, geht ja um den Landtag auch, gibt es da Kritikpunkte gerade an der Schulpolitik, also auch von Frau Löhrmann? Im Moment gibt es ein Bürgerbegehren zurück zu G9. Das scheint so, dass viele Schüler den Wunsch haben, dass sie doch das Abitur etwas mehr Zeit erreichen können. Das ist die eine Sache. Wir Piraten haben ein Bildungskonzept, was ich sehr, sehr vernünftig finde, was weder G8 noch G9 ist. Es ermöglicht G7, es ermöglicht auch G12 und es ist ein ganz individuelles, angepasstes Lernen, das modulartig erfolgt. Also es ist im Grunde ein Kurssystem ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab der 6. Klasse. Können die Kinder aussuchen, was sie denn individuell nehmen wollen und können sich auch individuell dadurch qualifizieren. Also individuelle Förderung von Kindern in der Schule sozusagen und individuelles Lernen. Wenn Sie jetzt für Köln, also Sie kommen ja aus Lindenthal, was möchten Sie für Köln in Düsseldorf im Landtag erreichen? Ich würde mal sagen, wir machen so weiter in dem Thema mit dem Tempo, mit dem Spaß, den wir im Rat der Stadt Köln haben. Es tut sich eigentlich, jede Woche tun sich drei Baustellen auf denen wir dringend gebraucht werden. Wir haben viele Anträge durchgekriegt. Thomas hat schon einiges dazu berichtet. Wir werden einfach in Düsseldorf weitermachen in dem Stil und das tun, was gerade nötig ist. Also eher Kölner Politik oder das, was Sie im Rat gemacht haben, als das, was die Landtagsfraktion bisher oder Ihre Landtagsfraktion bisher gemacht hat. Würden Sie da so ein bisschen Kritik auch damit schwingen lassen? Die Landtagsfraktion hat eine super Arbeit gemacht. Also Sie können andere im Grunde Journalisten fragen oder Rechercheure vom Fernsehen oder von anderen größeren unabhängigen Organisationen und die werden Ihnen sagen, dass aus dem Landtag von den Piraten eine sehr konstruktive Protestpolitik gekommen ist, die sehr innovativ war und das sehe ich mit Stolz. Das ist leider Gottes blockiert worden von den anderen Fraktionen, kann man nun nicht ändern. Trotzdem werden diese Anträge, die wir geschrieben haben, zum Teil dann auch in abgewandelter Form, aber sehr ähnlich dann von den großen Parteien wieder aufgenommen. Wir würden gerne weitermachen. Ich glaube, dass NRW Piraten braucht und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich gewählt werden würde. Aber in der Öffentlichkeit kommt das ja nicht so ganz so an manchmal. Also, wir sind bescheiden, das ist wohl so. Wir sind sehr angegriffen zu bescheiden. Worden. Ja, wir sind sehr stark kritisiert worden, wir sind sehr angegriffen worden. Und wir sind höfliche Menschen. Also wenn uns jemand mit Kritik kommt, dann hören wir erstmal zu und dann nehmen wir das auf und dann arbeiten wir daran. Statt irgendeine unglaubliche PR-Kampagne zu machen mit irgendeiner Politikpolemik, das ist uns fremd. Wir liefern gute Arbeit ab, aber man muss auch genau hingucken, man muss es sich manchmal auch erklären lassen und manchmal muss man es auch hinterfragen, bis man es verstanden hat. Danke.